Die meisten der in der Aquaristik gehandelten Zwerggarnelen kommen aus Gegenden der subtropischen oder gemäßigten Klimazonen. Die Wassertemperaturen in den Herkunftsgewässern schwanken im Jahresverlauf oft zwischen 15 und 30 Grad. Eine Haltung bei Zimmertemperatur entspricht daher oft den Bedingungen in den Herkunftsländern der Garnelen. Niedrige Temperaturen führen zu einer natürlichen Ruhepause, in welche der Stoffwechsel der Tiere verlangsamt ist, die Häutungsfrequenz zurückgeht und eine Vermehrungspause eingelegt wird. Fehlt dieses alljährliche Absinken der Wassertemperatur, oft in Verbindung mit einer kürzeren Tageslänge, sind eine kürzere Lebenserwartung, oft in Verbindung mit Häutungsproblemen oder fehlende Vermehrung, mögliche Folgen. In der professionellen Garnelenzucht wird großer Wert auf die Einhaltung der Beleuchtungsdauer gelegt. In der Aquaristik wird dieser Einfluss bislang aber kaum beachtet. Aufgrund der gestiegenen Beliebtheit von Süßwassergarnelen in den letzten Jahren bei Aquarianern, in Verbindung mit der Nachfrage nach immer neuen Formen und Arten, kommen zunehmend auch Arten aus tropischen Gebieten in den Handel. Kommen diese Arten aus Tieflandgewässern, sind sie meist an relativ gleichmäßige Wassertemperaturen um 30 Grad gewöhnt und sollten auch bei diesen Temperaturen gehalten werden. Bei zu niedrigen Temperaturen ist der Stoffwechsel dieser Arten deutlich verlangsamt und eine Anfälligkeit für Infektionen eine häufige Todesfolge. Die Wassertemperatur sollte daher auch bei Garnelen immer auf die Verhältnisse der Herkunftsgewässer abgestimmt werden, wie wir es in dem vorherigen Beitrag bereits erwähnt haben. Hat dir das Video gefallen? Dann zeig's mit einem Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn du weitere Videos von uns sehen möchtest, kannst du hier bei weitere Videos von uns draufklicken. Dort gelangst du zu unseren weiteren Videos. Und niemals vergessen, schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau. Bis dann.